So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. PvP-Action. Wir sind zurück in einer weiteren Folge. Auge des Sturms gegen Russen. Kaum erwähnt man das einmal, dass es so wenig drankommt und dass wir auch so häufig verlieren in diesem BG, taucht es automatisch öfters auf. Ne? Man muss es nur laut ausgesprochen haben und dann kommt einfach alles von alleine. Deswegen sollten wir vielleicht mal öfters mal bei Kriegsschirmschlucht am Anfang fluchen. Dann kommt es auch mal ein bisschen öfters. Aber nichtsdestotrotz werden wir versuchen, unser Bestes zu tun. Vieles hängt von uns ab. Vieles hängt auch natürlich davon ab, wie die Konstellation aussieht, ob die Leute so spielen, wie sie spielen sollen. Und so weiter und so fort. Also nichts überraschend Neues in der ganzen Hinsicht, außer dass wir schon, naja, sagen wir mal, die Herausforderung schon ein Stückchen gewachsen ist, weil wir hier halt gegen Russen spielen und dadurch automatisch schon so ein bisschen, ja, das Level des Schwierigkeitsgrades gestiegen ist. Aber ich bin soweit erstmal begeistert. Flagge haben die. Das ist erstmal soweit alles völlig solide. Einer rotiert. Sollte jetzt uns nicht so die großen Probleme bereiten, auch wenn es ein Heiler ist. Aber mein Gott, das ist halt ein Heiler. Ne? Also, welche großartigen Schwierigkeiten soll er uns halt bereiten? Ne? Er kann uns halt tot heilen. Wünsche ich ihm viel Spaß. Davon wird er natürlich die Punkte nicht einnehmen. So. Erstens. Das ist das Erste. Das Zweite. Okay. Das ist natürlich, meine lieben Freunde, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Plus Rogue, der nochmal dazwischen kommt. Yo. Yo, das ist ein anderes Kaliber wieder. Er hat mich schon gewundert. Das sah wieder so ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, ne? Komm, setze ich ihm da noch mindestens ein Dings rein. Yo, machen wir auf jeden Fall Vendetta rein. Ich zünd einfach mal alles rein. Töten müssen wir ihn ja. Anders kommen wir an der ganzen Kiste nicht vorbei. Tot. Okay, erinnert mich so ein bisschen wie an die letzte Folge, ne? Viel Stress jetzt auf dem Drehneiturm. Wenn wir jetzt irgendwie so Konter stressen, also Blutelfenturm einnehmen oder so, das wäre auf jeden Fall so ein bisschen der Ausgleich. Ja, da kann man auch mal sehen, dass auch so gewissermaßen dieselben Taktiken auch gerne mal zu anderen Ergebnissen führen, je nachdem wie dann halt so die Execution von den ganzen Leuten ist. Okay, der ist tot. Nein, ist er noch nicht. Dann wollen wir das auf jeden Fall mal sicherstellen, dass er halt stirbt. Ach komm, Alter, echt. Wie eine Bitch choked er mich. Ja gut, kann ich jetzt nichts machen, ne? Ich weiß auf jeden Fall, dass einer meiner Gifte ihn so ein bisschen festnagelt, aber mehr auch nicht. Ja gut, spätestens jetzt ist er dann halt tot. Guti. Das heißt, wir haben jetzt den Drehneiturm offiziell verloren. Dann sollten wir mal eventuell mal überlegen, woanders hinzugehen. So, tot. Wiederbelebung kannst du knicken. Auf geht's. Teufelshatcher müssen wir uns dann holen. Wenn wir Blutelfe nicht bekommen, dann Teufelshatcher. Ich meine, Flagge haben wir immer noch bekommen. Das ist schon mal. Das muss man. Da kann man sagen, was man will. Ist nicht gang und gäbe, dass man noch das wenigstens zurückbekommt. Ich bin außer Reichweite. Come on. Nee. Fuck, Alter. Immer dann. Ah, es kommt alles immer so spät. Immer dann, wenn ich es gebrauchen könnte, ist es. Ja, okay, egal. Damage ist Damage. So ist es halt nicht, ne? Hauptsache, aber ich habe da mal was rausgehauen. Vielleicht hat das den einen oder anderen weggekickt. Vielleicht hat das ihn auch geschwächt. Aber, ui. Das wird wieder mal ein ganz, ganz interessantes Spektakel hier, was wir haben werden. Flagge wurde abgegeben. Wir führen. So ist, ja. So. Man muss auch ein bisschen zuhören, was auch im Textchat geschrieben wird. Aber grundsätzlich, wenn wir von der Taktik so weiterspielen, wie wir bis jetzt spielen, sieht das Ganze erstmal fresh aus. So, da kommen wir erstmal lieber so zurück. Ja, da wurde ich aufgedeckt. Natürlich. Jo, mindestens. Jo, oder nicht viel. Ja, nicht viel, aber besser als nichts. So ein bisschen, ja, ein bisschen die ganze Sache hingehalten. Blutelfenturm, ich weiß nicht, da tut sich noch eine ganze Weile was, bis da was passieren wird. Den Punkt werden wir definitiv verlieren. Die Flagge werden wir wahrscheinlich auch verlieren. Und wenn sie die abgeben, ja, dann ist es halt ein Ausgleich. So, die geben jetzt hier die Flagge ab und wir sind wieder quasi im Gleichstand. Also vielleicht mit einem Ticken kleinen Vorsprung, aber so fürs Erste sind wir tatsächlich im Gleichstand. Sieht jedenfalls so ein bisschen danach aus. Okay, das war ein dummer Manöver. Oh my fucking God. Das ist ja mal ein mega dummer Zug, den er hier gemacht hat. Warum bist du denn in die Richtung gelaufen? Warum? Warum?
Das ist doch komplett. Ja, den werden wir zerficken, Alter. Wenn wir den nicht töten, ich raste aus. Das war auf jeden Fall. Das war nicht smart. Das war. Ah, deswegen lebt er halt noch. Zweiter Heiler dazwischen. Okay. Hat er sich rausgewieselt? Ja, gut. Habe ich kein Problem mit. Ich muss ihn hinhalten. Der Rogue geht mir zwar ziemlich gehörig auf den Sack, aber es geht ja hier eher darum, den Heiler die ganze Zeit mal ein bisschen zu slowen. Haben wir die Flagge weiterhin? Ne, haben wir nicht. Aber, oh, der ist auch durch. Shit. Ja, gut. Bisschen was haben wir ja gemacht. Aber ich bin sowas von down. Okay. Ich merke schon, es wird auf jeden Fall ein interessantes Game. Wenn wir weiterhin so spielen, könnte es auf jeden Fall noch eine enge Kiste werden. Ja. Schade, dass wir diese Dummheit nicht gepunished haben. Wirklich. Schade. Das ist das Einzige, wo ich ein bisschen traurig darüber war. Also für den Laufweg hätten wir wirklich punishen müssen. Dass da zu viel Heilung drüber kam und der noch durchgekommen ist. Echt, das ist wieder so Doppel-Heiler-Power, die da so ein bisschen ihn da ja, durchgebracht hat. Fuck it einfach. Wirklich fuck it. Das ist jetzt auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie man das jetzt machen muss. Also wir müssen ja, erstens müssen wir Punkte einnehmen, zweitens müssen wir auch verteidigen. Also es ist sehr viel gemixt, was man hier so machen muss. Der Typ ist auf jeden Fall nicht mehr da. Kann ja auf jeden Fall jetzt nicht mehr an dem Punkt zerren. Ich bleib hier auf jeden Fall erstmal so weit stehen. Hast dich auf jeden Fall so direkt in dein Todesurteil begeben. Ist okay. Doppelheilung und so. Ja, brauche ich nicht mal kicken. Funktioniert sowieso erstmal soweit gar nicht. Ey, das ist mal mega krank, ey. Guck dir das an. Wie viele Leute gehen auf ihn drauf? Was schätzt ihr so? Ohne, ich gucke jetzt gerade nicht so ein bisschen drauf, deswegen kann ich es nicht ganz genau sagen. Aber wie viele Leute schätzt ihr sind da drauf? 3, 4 Leute? Und das interessiert den Typen einfach mal zero. Da könnt, und dann beschweren sich die Heiler. Wir sind voll schwach. Ja, genau, Alter. Das glaube ich euch sehr, sehr gerne, dass da auf jeden Fall, dass das irgendwie so, dass sie underpowered sind, ja. Kauft man ja den Leuten konkret direkt ab. Okay, wobei man sagen muss, der hat schon wirklich viel Leben und so. Das ist schon ziemlich krass. Gut, also wir haben weiterhin eine Flagge verloren. Die Basen haben wir verloren. Also 1:1 straight ist wieder mal so ein bisschen passiert. Ja, was soll man großartig sagen? Also momentan ziemlich ausgeglichener Kampf. Ich weiß gar nicht, wo wir großartig uns so einbringen können. Also ich würde vielleicht probieren, wirklich die Teufelshatcher-Ruine mal einzunehmen. Das ist wirklich so vielleicht, wo ich sagen könnte, ey, das wäre vielleicht nochmal so ein Ding, was wir mal starten könnten, was wir eventuell einnehmen könnten. Wer weiß das so richtig? Und das Beste hoffen, weil ich glaube, über Basen werden wir langfristig eher gewinnen, als jetzt die ganze Zeit in der Mitte zu zergen und in der Hoffnung zu leben, yo, das schaffen wir schon irgendwie so, dass wir da irgendwie uns durchsetzen, weil die Angriffe werden kommen. Drehneiturm haben wir auch ja ziemlich schnell verloren. Mage Tower könnte auch als nächstes dann folgen. Muss man jetzt so ein bisschen abwarten, wie der ganze Groschen jetzt fällt. Ich würde aber wirklich probieren, Teufelshatcher. Das ist jetzt so mein Ziel. Mal gucken. Mitte bringe ich da nichts. Mitte werde ich einfach direkt weggeballert. Also da braucht man auch gar nicht so darüber lange reden. Also da bin ich niemandem vom Nutzen. Auch wenn ich so ein bisschen an der Backline rumpoken konnte und da gucken könnte, was ich da so reißen kann. Nett auf jeden Fall. Eine ganz, ganz gute Sache, aber nichts, was man langfristig machen kann, Jungs. Ne? Nichts, was man langfristig machen kann. Gucken wir mal. Ich ziehe mich zurück. Der Typ ist ja auf jeden Fall nach vorne gerusht und ich denke mal, wenn wir es smart machen und es unaufmerksam, also wirklich aufpassen, so, wir dürfen, ja genau, erstmal suggerieren, dass wir, als wäre alles geil, alles Hayat, nichts ist los, yo, und dann verstecken wir uns irgendwo und bauen ganz, ganz langsam ab, ganz, ganz langsam. Hinter dem Fuß ist auf jeden Fall immer ein sehr guter Spot, wo man eigentlich ohne Zero Probleme abbauen kann. Mal gucken. Natürlich, wenn jetzt jemand dazwischen kommt und außer es ist ein Rogue, dann ist es perfekt. Wenn der noch dazu schließt, können wir das schnell abbauen. Ah, ja, mal gucken. Ja, ey, ich glaub's ja nicht so, ne? Okay, Leute ignorieren das so ein bisschen. Okay. Haben sie ein bisschen wieder so ein bisschen nach vorne getrieben? Ist ja völlig okay.
Man muss ja auch ein bisschen langfristig denken, ne? Oh, Mage Tower verloren. Mage Tower verloren. Okay, aber die haben auch Dings verloren. Das ist wiederum smart. Das ist wiederum geil. So, da müssen wir auf jeden Fall. Oh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ding noch kriege? Gar nicht hoch. Oh, aber das ist auch geil. Die geben zero fucks. Die geben zero fucks. So, bisschen sneaky. Bisschen jetzt hoffen. Hoffen, in der Hoffnung leben. Das ist ja das Gute. Die sehen nicht, dass hier irgendjemand ist. Und dabei soll es auch bleiben. Oh Mann, das könnte das. Wenn ich das Ding durchbringe. Mega nice. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Alles, was stirbt, spawnt wieder ganz hinten. Spawnt wieder alles ganz, ganz hinten. Wichtig. Wirklich richtig wichtig. So, mal gucken. Fällt das jemand auf? Ja, okay, jetzt fällt es natürlich auf. Also ein bisschen. Shit. Mini. War der ernsthaft? Die gehen einfach wieder weg. Okay. Es ist wirklich so ein Spiel mit dem Dings, Alter. Schaffe ich es, bevor die Leute spawnen, das Ding abzubauen? Oder spawnen welche neue und dann hauen, klatschen die wieder den ganzen Balken wieder nach vorne? Das ist immer. Ja. Nee, schon wieder nicht. Alter Schwede, ihr wollt mich doch verarschen hier jetzt. So, jetzt aber. Come on, come on, Alter. Come on. Wie beim Lotto, Alter. Come on, Alter. Komm schon. Oh, ich hab noch nie so gespannt auf ein Dings geguckt wie jetzt. Das müsste es jetzt aber sein. Yo. Nice. Nicer stuff. Nicer, dicer. Wird wahrscheinlich jetzt nicht großartig super viel bringen. Aber für eine kurze Zeit werden wir hier ein bisschen ablenken können. Für eine kurze Zeit. Nicht lange, aber für eine kurze Zeit. Darum geht's ja sozusagen. So, immer auf das schwächste Glied hier drauf gehen. Das schwächste Glied sieht hier auf jeden Fall danach aus. Es sei denn, es kommt Heilung rein. Oh, tot! Ja, dann habe ich nichts gesagt. Super, super Job, Warrior. Das ist weiterhin eine 2-zu-2-Situation. Das heißt, hier wird sich erstmal sofern gar nichts weiter bewegen. Gut für uns. So, weg mit dem Fressnapf. So, jetzt kommen 3. Und ab 3, ja, wer gut zählen kann, weiß, jetzt geht das Ding wieder zurück zu denen. Ja, die Frage ist, wie lange? Wie lange können wir den ganzen Groschen noch so halten? Oh, come on, heil mich, Baby. Heil mich, oh. Oio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 
Fick, Alter, machen die da jetzt für einen Scheiß? Das ist jetzt Throw auf den höchsten Grad. Jetzt muss gehalten werden, bis zum geht nicht mehr. Alles wegbrutzeln, was hier so dazwischen steht. Ja, dann war ja klar, dass er das macht. Wundert mich das? Wundert mich nicht. So, muss sterben. So, Flagge muss zu uns kommen. Babyboy. Oder gib die Flagge da ab. Come on. Das ist zu holen. Wenn er die Flagge jetzt abgibt, haben wir den Sieg. Junge, gib ab! Gib ab! Gib ab! Du dummer Hund! Oh, er wurde gefiert. Er wurde gefiert. Nein, warum ist er aber in die Richtung gegangen? Oh. Ja, das wusste ich ja nicht, ne? Das sah auf der Map sah das schon so aus, als würde er einfach nur so dumm rumstehen und warten, bis man ihn tötet. Oh, Mann. Millimeter! Millimeter, Mann! Warum bist du in die Richtung gegangen und nicht in die Richtung, wo wir es hatten? Ach, Mann. Schade. Schade.